Ein neuer Tag. Einer wie jeder andere. Ich sehe mein Spiegelbild und erkenne mich selbst nicht mehr. Diese steinerne Fassade, die ich versuche Tag für Tag aufrecht zu erhalten, lässt mich kalt und gefühllos erscheinen. Ich habe mich verschlossen, um niemanden Eintritt in mein Inneres zu gewähren. Denn dort sind meine Perspektiven trostlos und leer. Heute werden 2500 Menschen infolge von Depressionen sterben. Und mir ist es egal. Meine Arbeit hält mich am Leben, was nicht heißen soll, dass ich sie mag. Ich helfe den Menschen, in den elendigen Strom aus Macht und Geldsucht hineingezogen zu werden, indem ich ihnen den schnellsten und besten Weg dahin aufzeige und ihn als den richtigen verkaufe. Mein Glaube kommt in handlichen Papierfetzen daher, ist notwendig zum Überleben und lässt das gierige Monster erwachen. Ich verdränge Gedanken, Emotionen und Vernunft und ich begehe wieder dieselben Fehler. Zum Scheitern verurteilt, flüchte ich voller Hilflosigkeit an meinen Arbeitsplatz. Ich bin gedankenlos zivilisiert und unser System nimmt mich in die Mangel. Anstatt meine Probleme zu lösen, verdränge ich sie und nehme sie mit nach Hause. Hier führe ich ein ruhiges Leben. Ich bewege mich höchstens bis zum Kühlschrank und abends, um ins Bett zu kommen. Hin und wieder bekomme ich Zweifel, doch meine Ängste sind stärker. Ich kann mich nicht dagegen wehren, denn ich kenne das Gesicht meines Feindes nicht. Das Leben schmeckt mir nicht mehr. Ich bin ein Abbild meiner selbst und dennoch sehe ich mich als einzigartig. Mein Hass auf alles, und ich weiß nicht mal, was das ist, richtet sich gegen mich selbst und äußert sich zunehmend in Depressionen. Ein Antidepressivum gibt es nicht. Es käme ohnehin zu spät. Mein Name ist Mensch. Guten Tag.